Hallo Leute, wie geht's? Habt ihr auch das Problem, dass gerade alle Friseure geschlossen haben? Also ich persönlich mache mir schon ein bisschen Sorgen, wie das weitergehen soll, weil meine Haare wuchern gerade irgendwie dahin. Und normalerweise würde ich die von meiner Mom schneiden lassen, wenn kein Friseur zur Verfügung steht, aber meine Mom sehe ich ja gerade auch nicht, weil die Risikogruppe ist und in einem anderen Bundesland. Und ja, ich bin gespannt, wie das dann aussieht in ein paar Wochen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich habe euch schon angekündigt, dass ich ein Buch habe, das ich euch gern vorstellen würde. Und zwar heißt dieses Buch Nicht so das Bilderbuchmädchen von Agnes Ofner. Und ich werde euch jetzt erzählen, was dieses Buch indirekt mit mir zu tun hat und was ich davon halte. Nicht so das Bilderbuchmädchen ist ein Jugendroman, kam Ende 2019 raus und hat 2020 dann den österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis gewonnen. Und die Geschichte handelt von zwei Jugendlichen. Das eine ist einmal Sarah oder Zara, ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht. Es ist Zara geschrieben. Sarah wohnt mit ihrer alleinerziehenden Mutter und hat so die typischen Probleme, die man halt als Jugendliche irgendwie hat. Sie ist zum ersten Mal verliebt und weiß nicht, wie sie halt ihren Crush ansprechen soll und hat auch ein paar Probleme mit ihrer besten Freundin. So die typischen Dinge, die man halt in der Pubertät durchmacht. Und dann zieht gegenüber von Sarah auf der anderen Straßenseite eine neue Familie ein. Und zwar ist das die Familie von Sam. Sam ist auch in Sarahs Alter. Sie kann von ihrem Schlafzimmer in sein Schlafzimmer rübersehen. Sarah beobachtet halt, dass es Sam scheinbar nicht gut geht und er viel weint. Und sie beginnt dann mit ihm Kontakt aufzunehmen, indem sie Nachrichten auf Zettel schreibt und die in ihr Fenster hängt, damit er sie lesen kann. Die beiden beginnen einfach miteinander zu kommunizieren über Nachrichten, die sie in ihre Fenster hängen und erzählen sich von ihrem Alltag und was sie gerade so für Probleme haben und geben sich gegenseitig Tipps. Das Spannende an dem Buch ist, dass sie sich eigentlich nie persönlich begegnen, bis ganz zum Schluss. Sie kennen sich einfach nur aus der Ferne und deshalb fällt es Sarah nicht schwer, Sam als das wahrzunehmen, was er eigentlich ist, nämlich ein Junge. Die Sache ist nämlich die, dass Sam ein Transjunge ist. Und dieses Buch gibt einfach einen sehr coolen Einblick in die Gefühlswelt von Transjugendlichen und was sie so durchmachen. Was das Allerkrasseste daran für mich ist, ist, dass die Autorin Agi nicht trans ist. Sie ist cis und hat sich einfach intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und jetzt komme ich zu dem, was dieses Buch indirekt mit mir zu tun hat. Es war im Sommer 2017, da hat sie mich angeschrieben, weil sie eben meinen YouTube-Kanal gefunden hat, hat mir eine E-Mail geschickt, dass sie eben dieses Buch schreibt und ob sie sich nicht mit mir ein bisschen austauschen könnte, ob ich ihr nicht ein bisschen einen Einblick in das Gefühlsleben von Transpersonen geben könnte. Und ich fand es sehr interessant, dass eine Cis-Person sich diese Herausforderung stellen will, ein Buch über Transidentität zu schreiben. Hatte am Anfang so ein bisschen Zweifel, ob das funktioniert, weil ich halt immer der Meinung war und auch immer noch der Meinung bin, dass die allermeisten Cis-Personen sich nicht wirklich reinversetzen können, wie es ist, trans zu sein. Klar, weil das ist einfach was, das musst du, glaube ich, erleben, um es wirklich, wirklich zu verstehen. Also ich würde mir zum Beispiel total schwer tun, jetzt über Essstörungen zu schreiben. Also nicht, dass jetzt Trans mit einer Essstörung vergleichbar wäre, aber Essstörungen zum Beispiel sind was, wo ich persönlich einfach keine Erfahrung habe. Ich weiß zwar in der Theorie, wie das Ganze abläuft und worum es dabei geht, aber es ist jetzt nichts, wo ich persönlich einen Bezug dazu habe in meinem Leben. Deshalb ist es, glaube ich, schwierig, über was zu schreiben, was man einfach nicht wirklich kennt. Aber ich fand es interessant, dass sie sich der Herausforderung stellen wollte und habe deswegen eingewilligt, habe mich halt dann mit ihr getroffen und habe einen ganzen Nachmittag eigentlich mit ihr über das Thema geredet und Fragen beantwortet und ihr ein bisschen einen Einblick gegeben in das, wie ich das Ganze sehe. Ja, und dann hat sie einfach mal geschrieben und wir haben lange nichts voneinander gehört, bis sie mir dann irgendwann geschrieben hat, dass es jetzt rausgekommen ist und auch eben, dass es diesen Buchpreis gewonnen hat. Und jetzt letztens hat sie mir dann ein Exemplar geschickt und ich habe es in so ziemlich einem Zug durchgelesen. Ich muss dazu sagen, ich bin ein extrem langsamer Leser und 90% der Bücher, die ich anfange, beende ich nie, weil sie mir irgendwann langweilig werden und ich bin wirklich ein total mieser Leser. Ich habe dieses Buch irgendwann am Abend dann angefangen, als ich es bekommen habe, habe bis 2 in der Früh durchgelesen und habe dann am nächsten Tag, sobald ich halt dazu kam,
weitergelesen und habe es dann am nächsten Tag ausgelesen, weil ich einfach nicht aufhören konnte. Weil dieses Buch einfach irgendwie so was komplett Packendes hatte. Man wollte immer wissen, wie es weitergeht. Auch wenn es auf den ersten Blick wie so ein typischer Teenager-Roman mit halt so klassischen Teenie-Problemen wirkt, ist es, glaube ich, ein Buch, was auch Erwachsene extrem faszinieren kann, weil man immer das Gefühl hat, es geht hier um mehr. Also es wird vieles nicht ausgesprochen, aber es läuft sehr vieles zwischen den Zeilen. Und man fragt sich die ganze Zeit, was geht eigentlich so wirklich vor mit Sam? Weil sie nämlich einen Spannungsbogen aufbaut, dadurch, und das ist, finde ich, das, was die absolute Stärke dieses Buches ist und was dieses Buch so absolut einzigartig macht, man erfährt bis ganz, ganz, ganz zum Schluss nicht, dass Sam trans ist. Es wird in diesem Buch kein einziges Mal das Wort trans erwähnt. Kein einziges Mal, auch zum Schluss nicht. Es wird komplett aus der männlichen Perspektive geschrieben. Es wird nie auch nur angedeutet irgendwie in Sams Erleben, dass er weiblich sein könnte. Es werden auch alle Gespräche mit den Leuten, die ihn zwar als weiblich wahrnehmen und nicht wissen, dass er männlich ist, werden irgendwie so formuliert, dass du nie drauf kommen würdest, dass die anderen ihn nicht als männlich sehen. Also es ist wirklich so, der Leser nimmt ihn als natürlichen Jungen wahr, während er das liest. Als Jungen, der einfach Probleme hat, weil er nicht schwimmen gehen will, sich mit seinem Körper nicht wohlfühlt, mit dem Schularzt über Sachen redet, die nicht wirklich im Buch dann thematisiert werden, worüber er geredet hat. Also man weiß nur, er ist beim Schularzt und nachher geht es ihm schlecht. Einfach so subtile Dinge, wo du immer das Gefühl hast, irgendwas ist anders mit diesem Jungen. Aber ich glaube, wenn man nicht weiß, dass er trans ist, würden viele Leute nicht draufkommen. Bis zum Schluss. Und dann wäre das eigentlich die große Auflösung, dass er trans ist. Und dadurch, dass einfach dieses Junge sein so komplett natürlich rüberkommt und er sich ja komplett natürlich als Junge wahrnimmt und auch sie, also auch Sarah, die mit ihm kommuniziert, ihn komplett natürlich als Junge wahrnimmt, ist das der schönste und empathischste Einblick in das Gefühlsleben einer Transperson, weil er sieht sich immer als Junge. In den meisten anderen Büchern über Trans geht es irgendwie darum, dass dein Umfeld dich halt mit weiblich anspricht und dein Umfeld dich eben als weiblich wahrnimmt und du dich halt nicht wohlfühlst deswegen. Aber da wird niemals irgendwie erwähnt, dass er weiblich sein könnte, weil er es ja auch nicht ist. Und was ich besonders cool finde, ist, dass zwar irgendwie immer wieder klar herauskommt, dass das, was mit Sam nicht stimmt, man weiß nicht, dass es unbedingt trans ist, weil es eben nicht erwähnt wird, aber man weiß, es stimmt was nicht mit ihm und dass es eigentlich darum geht, dass das das Hauptthema des Buches ist. Aber es wird dir nicht komplett als einzige Haupthandlung ins Gesicht geklatscht. Das heißt, Sarah, die andere Protagonistin des Buches, hat genauso viel, im Film würde man jetzt sagen Screentime, ich weiß jetzt nicht, wie man da bei Büchern sagt, also Readtime, keine Ahnung. Also die Story ist einfach so 50-50 aufgeteilt und es geht genauso viel um Sarahs Probleme wie um Sams Probleme. Lustigerweise, wenn du weißt, es geht um Trans und du liest das nicht, das Bilderbuchmädchen, denkst du, okay, es bezieht sich auf den Transjungen. Und das tut es eben nicht, weil nicht das Bilderbuchmädchen ist eigentlich dann ein Satz, den Sarah in Bezug auf sich selbst sagt. Weil sie halt auch jemand ist, der Rollenklischees jetzt nicht so geil findet und eher vielleicht manche Züge hat, die nicht als klassisch weiblich klassifiziert würden jetzt von der Gesellschaft. Und sie bezeichnet sich selber als nicht so das Bilderbuchmädchen. Und das ist das, was das ganze Buch dann, was dem Ganzen noch die Krone aufsetzt. Weil wenn du zuerst liest, nicht das Bilderbuchmädchen und du weißt, es ist ein Transroman, dann hast du so eine bestimmte Vorstellung von, okay, es geht wahrscheinlich darum, dass sein Umfeld ihn als Mädchen sieht und er nicht. Und der Fakt, dass sich das einfach auf sie bezieht, auf das Cis-Mädchen, finde ich einfach sau geil. Und das ist so voll bewusst gesetzt. Also es sind einfach so bewusst gesetzte Sachen, die alle Regeln oder Dinge, die halt klassisch sind, wenn man ein Buch über Trans schreibt, komplett auf den Kopf stellen und genau das Gegenteil tun und einfach genauso schreiben, wie ich das jetzt, wenn ich ein Buch geschrieben hätte, ich hätte es genauso geschrieben. Und ich, ja, bevor ich euch da jetzt noch lang zuquatsche, habe ich mir gedacht, ich lese euch ein paar Stellen aus dem Buch einfach vor, so als kleine Leseproben. Das sind so die Stellen, die mich einfach besonders bewegt haben oder die bei mir einfach so ausgelöst haben, dass ich so, oh, geil. Bevor ich anfange, vielleicht noch kurz, das Buch ist immer so in verschiedene Abschnitte eingeteilt, nämlich Sam und Sarah. Also da bei Sam liest man halt wieder, was ihm gerade passiert und dann wechselt das Ganze wieder zu ihrer Perspektive. Und das ist jetzt aus Sams Perspektive. Er will morgen nicht mit Sarah reden. Er kann ihr nicht helfen, so gerne auch würde, und er hat gerade keinen Platz für noch mehr Durcheinander, das muss sie verstehen. Sam denkt sich, das Leben ist ein Koordinatensystem und alle starten bei Null.
bevor sie sich dann Stück für Stück nach rechts oben vorarbeiten. Manche mit mehr Steigung und manche mit weniger. Manchmal geht man einen Schritt zurück und manchmal stagniert man ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen bleibt man trotzdem immer im positiven Bereich. Nur Sam hatte von Anfang an einen Vorzeichenfehler vor seiner Gleichung. Und es ist zwar nett, dass ab und zu trotzdem Leute kurz seinen Weg kreuzen, aber die haben da eigentlich nichts verloren und müssen schleunigst wieder dorthin, wo sie herkommen. Sonst stimmt die ganze Rechnung nicht mehr. Das nächste Zitat ist auch wieder Sam. Sam besteht aus tausendlosen Stücken, die alle nicht zusammenpassen. Und in seiner Brust klafft jetzt ein riesiges Loch, aus dem die Schulärztin alles heraussaugen kann. Noch hört sie wegen der vielen Schluchzer nicht so viel, aber sie hat plötzlich einen ganz anderen Blick und eine riesige Box mit Taschentüchern. Ich glaube, bringt Sam heraus, ich glaube, der Leidensdruck ist vielleicht zu groß. Und die Schulärztin nickt und sagt, ja, das glaube ich auch. Die Schulärztin hat Sam mehr oder weniger wieder zusammengeflickt und nach Hause geschickt. Er spürt, dass die Teile immer noch nicht ganz zueinander passen, aber er hat zumindest eine Rolle Klebeband um sich herum, die verhindert, dass er ganz zerfällt. Die Schulärztin hat ihm außerdem eine Broschüre mitgegeben. Die liest er jetzt mit ganz vorsichtigen Wattehänden, damit sie nicht zu Staub zerfällt. Danach öffnet er YouTube. Zuerst braucht er 15 Minuten, bis er sich traut, auf Play zu drücken. Aber dann kann er gar nicht mehr aufhören. Keine Katzen, sondern ganz was anderes, aber unendlich besser. Sam hat das Gefühl, dass die ganzen Teile, aus denen er besteht, nach und nach wieder zueinander finden. Und in seiner Brust ist zwar immer noch ein Loch, aber sein Herz möchte nicht mehr zerspringen, sondern es pumpt in jeden Zentimeter seines Körpers Hoffnung. Und das letzte Zitat, was ich habe, ist dann von einem Gespräch, das Sam und seine Eltern mit der Ärztin führen. Und vielleicht kommt es manchen von euch, die meinen YouTube-Kanal schon länger schauen, auch ein bisschen bekannt vor. Es wird ein weiter Weg, das weiß Sam. Aber er weiß auch, dass es leichter wird, je mehr Kilometer man hinter sich hat. Und dass der erste Schritt oft der schwerste ist. Die Ärztin ist nett und erklärt ihnen in Ruhe alle Möglichkeiten. Dann sagt sie, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Packung Apfelsaft und eine Packung Orangensaft. Und der Inhalt ist vertauscht worden. Ist dann da, wo Apfelsaft draufsteht, plötzlich Apfelsaft drin? Kollektives Kopfschütteln. Ganz genau. Auch wenn draußen 100% naturtrüber Apfelsaft steht, kann in der Packung trotzdem 100% erntefrischer Orangensaft sein. Und Sie wollen mir sagen, dass wir gedacht haben, Sam wäre Apfelsaft, aber eigentlich besteht unser Kind zu 100% aus erntefrischen Orangen? Fragt sein Vater. Die Ärztin lächelt und schaut Sam auffordernd an. Er nickt. Das ist die Apfel-Orangensaft-Metapher, die mein Bro Marek erfunden hat. Und ich habe darüber mal ein Video gemacht, wo ich Apfel und Orangensaft vertauscht habe. Und ich weiß, dass wir damals in dem Gespräch darüber geredet haben. Und das war so die eine Stelle in dem Buch, wo ich wirklich gesagt habe, ich weiß definitiv, von wem das kommt. Und das ist irgendwie ziemlich cool, dann so die Sachen, die man gesagt hat, in einem Buch zu lesen, ist schon irgendwie ziemlich krass. Ja, also das waren jetzt nur ein paar Einblicke. Ich habe jetzt mich auf Sam fixiert bei den Zitaten, weil da einfach ein paar drin waren, mit denen ich persönlich mich total identifizieren konnte. Und vielleicht können das manche von euch auch. Aber es hat auch Sarah in diesem Buch definitiv voll viele relatable Moments, wo man sich denkt, ja, ich kann das voll verstehen. Und ich will jetzt nicht das komplette Buch vorwegnehmen, aber ich lege euch wirklich ans Herz, das zu lesen. Es ist echt ein sehr kurzweiliges und spannendes Buch, das sehr empathisch geschrieben ist und wo sich, glaube ich, viele von uns wiederfinden. Ich werde euch in der Videobeschreibung einen Link hineinstellen, wo ihr dieses Buch bestellen könnt. Und nachdem eh jetzt eigentlich niemand außer Haus gehen kann und alle etwas mehr Zeit haben, wäre das die perfekte Gelegenheit. Es ist nicht lang, es hat 180 Seiten, glaube ich, ungefähr, nicht mal ganz. Ihr solltet relativ schnell damit durchkommen. Wenn ich das so schnell geschafft habe, schafft das jeder. Wenn ihr das Buch dann gelesen habt, könnt ihr gern auch unten in den Kommentaren reinschreiben, wie es euch gefallen hat und was ihr davon haltet. Ich sage auf jeden Fall ein riesiges Danke an die AG, dass sie dieses tolle Buch geschrieben hat. Und ich persönlich hoffe, für mich wäre das voll die geile Vorstellung, wenn das irgendwie Pflichtlektüre im Gymnasium, Unterstufe oder Mittelschule werden würde. Weil ich weiß, dass wir damals, als ich in der Mittelschule war, genau solche Bücher, einfach so klassische Jugendromane, einfach lesen mussten. Ich fände das total cool, wenn das irgendwann mal auf einer Bücherliste für die Unterstufe landet. Weil das was ist, womit sich viele Jugendliche generell identifizieren können und weil es auch einfach sehr, sehr schön das und auch für Jugendliche verständlich darstellt, wie es halt transidenten Personen geht. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns demnächst wieder mit einem neuen Video. Bis dahin macht es gut und tschüss.